Guten Morgen, meine Lieben. Heute ist Sonntag, das heißt, wir haben die erste Woche der Diät schon geschafft. Ich hoffe, ihr wart auch gut dabei. Kommentiert gerne mal, wie es bei euch so lief, ob ihr irgendwelche Fehltritte hattet oder ob es auch echt gut lief. Ich muss sagen, ich werde mich jetzt ja gleich wiegen und auch Maß nehmen. Ich habe noch nichts gegessen und noch nichts getrunken. Und ja, aber ich bin ehrlich gesagt jetzt schon stolz und ich finde, das ist auch echt wichtig, dass man sich nicht nur dann darüber definiert oder nur dann stolz ist, wenn man auch eben ein halbes Kilo oder 0,2 Gramm oder was weiß ich was abgenommen hat, sondern eben auch, dass man über andere Sachen geht. Zum Beispiel, ich persönlich bin echt stolz drauf, dass ich diese Woche gar nicht mehr so fixiert aufs Essen war, weil das war in England eine Zeit lang echt extrem. Und bei mir kam das eben durch das Kalorienzählen, also deswegen, für mich ist es nichts. Ich finde schon, dass es effektiv ist, aber nur, wenn man damit umgehen kann. Und ich persönlich merke einfach immer wieder, ich kann das 2 Tage und dann die nächsten 10 Tage bin ich total fixiert aufs Essen und denke nur noch über Essen nach und was kann ich essen, wie viel Kalorien hat das? Und das ist für mich keine Lebensweise. Ich bin damit nicht so glücklich und deswegen mache ich es nicht. Und ich bin echt froh, dass ich jetzt hier gerade in der letzten Woche wieder gemerkt habe, hey, ich habe jetzt noch gar keinen Hunger, dann frühstücke ich halt erst später. Oder ich habe jetzt schon Hunger direkt nach dem Aufstehen, dann esse ich jetzt was. Oder, oh, ich glaube, meinen Nachmittagssnack kann ich noch ein bisschen nach hinten verschieben. Das sind so Sachen, das finde ich wichtig, dass man auch ein bisschen auf seinen Körper hört, weil der Körper weiß ja schon so ein bisschen, was er will. Und deswegen, ja, darauf bin ich echt schon stolz. Ich habe auch regelmäßig gegessen. Ich habe keine Mahlzeiten irgendwie dumm übersprungen, nur um später mehr essen zu können oder so, weil das ist was, was bei mir oft zu Fressattacken geführt hat. In England vor allem wieder, dass ich eben gesagt habe, ach nee, ich esse jetzt nichts zum Mittag, erst heute Abend irgendwas. Und dann abends hatte ich so Heißhunger, dass ich 200 gefühlt andere Sachen zusätzlich gegessen habe. Und ja, deswegen, ja, ich werde mich jetzt ja trotzdem gleich wiegen und euch dann gleich berichten. Aber ich finde das echt wichtig und es muss ja nicht mal sowas sein. Ihr könnt schon stolz auf euch sein, wenn ihr zum Beispiel anstatt einem Schokoriegel einen Apfel in der Arbeit dabei hattet oder wenn ihr in der Kantine zusätzlich zu den Pommes auch noch eine Portion Gemüse hattet oder so. Ich finde, das sind so Kleinigkeiten, die einfach schon einen riesen Unterschied machen. Und es geht ja auch, wie gesagt, dadurch, also mir ist einfach auch wichtig, dass mein Körper gesund ist. Das hört sich jetzt vielleicht irgendwie doof an, aber ich möchte, dass mein Körper noch ganz lange fit ist und dass ich noch ganz lange aktiv sein kann und deswegen auch gerade im Alter, das hört sich jetzt so an, als wäre ich so uralt, aber ich denke mir, beziehungsweise als würde ich uralt werden, aber ich denke mir, irgendwann mit 40 oder 45 und 50 oder und eine gesunde Ernährung und ein bisschen Bewegung tut da auch einfach viel, viel Gutes. Und ja, deswegen ist mir das auch wichtig. Das hört sich vielleicht für andere dumm an. Ist auch nicht schlimm. Es gibt bestimmt auch einige, die sagen so, nee, eigentlich ist mir das egal. Mir geht es nur darum, jetzt gut auszusehen. Mir persönlich liegt das irgendwie ein bisschen so am Herzen, weil ich bin auch oft echt dankbar dafür, was unser Körper eigentlich alles mitmacht und wie gesund er uns hält, weil es gibt so viele Menschen, die nicht gesund sind, leider. Und deswegen, ja, jetzt wiege ich mich und höre auf rumzulabern und bis gleich. Gerade gesehen habt, ist mein erstes Physik-Update quasi jetzt in meinem Video. Ja, ich bin eine Woche spät, ich gebe es zu, ich habe letzte Woche leider nicht mal Bilder gemacht. Aber wie gesagt, ich verlasse mich da auch sehr aufs Maßband und irgendwie bin ich auch, also eigentlich predige ich das ja auch bei euch und ich weiß ja auch, wie wichtig es ist. Trotz allem fällt es mir irgendwie oft schwer, Bilder zu machen. Ich weiß nicht warum, also keine Ahnung, bin ich irgendwie so ein bisschen pinzig und ja. Auf jeden Fall muss ich sagen, dass ich auch nie wirklich ein Physik-Update gefilmt habe, weil ich weiß auch nicht, es sehen halt doch schon viele Leute und ich meine, natürlich ist der Fokus da eh fast immer nur auf den Bauch und Bauch ist ja immer schon so ein bisschen meine Schwachstelle gewesen. Ich meine, ganz am Ende der letzten Diät habe ich sie, oder Diät, Ernährungsumstellung habe ich sie auch gefilmt im Bikini, aber ja, es ist halt so ein bisschen meine Schwachstelle und ich bin ja ganz ehrlich zu euch, ich bin da auch natürlich ein bisschen unsicher. Mein Selbstbewusstsein ist zwar ganz gut, würde ich sagen, und ich bin auch eigentlich sehr zufrieden mit meinem Körper, auch jetzt schon, egal ob ich noch 3 Kilo abnehmen will, 4 Kilo. Ich fühle auch jetzt schon meinen Körper gut und fühle mich wohl, was ich glaube ich da eher daran liegt, dass ich mit mir allgemein im Reinen bin, weil dann definiert man sich nicht darüber. Trotz allem, ja, bin auch ich da manchmal unsicher und egal, ob manche finden, oh, ich habe doch schon so eine gute Figur, warum bin ich da unsicher? Es ist halt einfach egal, wie gut man
objektiv, subjektiv besser gesagt, für jemand anders aussieht. Jeder Mensch hat Unsicherheiten und meines ist halt vor allem mein Bauch, weil ich gehöre da leider nicht zu den Mädels, die irgendwie schnell am Bauch abnehmen oder eben allgemein wenig Fette ansetzen. Ich bin da so eine typische Frau. Ich setze als erstes am Unterbauch an, deswegen auch die High-Waisted Shorts. Und ich sehe auch als erst, setze auch als erstes an den Oberschenkeln an. Das ist halt einfach bei mir so, ist ja auch nicht schlimm. Und ich bin auch eigentlich ganz nicht froh, aber ich glaube, es gibt viele Influencer, bei denen es irgendwie nicht so ist. Und wenn ich mir die anschaue, denke ich so, toll, die setzen als erstes am Po an. Was ist das denn für ein Vergleich für mich? Und ich bin halt irgendwie da eher normal. Wie gesagt, bei Frauen ist das ja eigentlich klassisch so. Deswegen, vielleicht kann ich euch ja damit zeigen, dass man auch das Fett nach und nach loswerden kann. Und ja, ich werde das jetzt auf jeden Fall öfter filmen, weil ich persönlich mag das bei anderen Videos von Influencern oder von Fitnessbloggern eigentlich voll gerne. Ich schaue mir das voll gerne an, finde es voll interessant. Besonders wenn man der Person regelmäßig folgt, verändert sich das ja dann wirklich oder eben nicht. Oder man sieht auch mal, hey, okay, die war auch voll bloated da und so. Und ich habe auch ehrlich gesagt deswegen meinen Bauch nicht groß eingezogen, weil ich dachte mir sehr voll, ich veräpple mich ja dabei erstmal selbst. Und wenn ich das nochmal filme, dann kann ich es ja gar nicht richtig gut vergleichen, weil ich weiß ja gar nicht, oh, ich meinen Bauch vielleicht mehr eingezogen, habe ich ihn vielleicht weniger eingezogen. Und deswegen, ja, deswegen dachte ich mir, komm, egal, also egal, ob ich schlanker und dünner und definierter aussehe, wenn ich meinen Bauch einziehe, was ja bei jedem so ist, oder wenn ich meine Muskeln anspanne, meine nicht vorhandenen Bauchmuskeln oder ganz tief unten drunter Bauchmuskeln, natürlich sehe ich dann besser aus, aber so sieht halt auch aus, normal. Und ihr habt ja auch gesehen, das Licht macht auch immer einen großen Unterschied. Mal sah es besser aus, mal schlechter. Und ich bin, wie gesagt, trotz allem sehr zufrieden mit meinem Körper. Und ja, jeder hat seine eigenen Ansprüche, jeder kennt seinen Körper. Und ich finde, egal wo ihr gerade seid, euer Körper macht so viel für euch. Und deswegen kann man da auch dankbar sein, egal ob noch ein paar Kilos zu viel oder zu wenig drauf sind. Und jetzt werde ich mich ja wiegen und dann messen. Und dann melde ich mich nochmal bei euch. Und dann gibt es den Rest des Tages auch mehr essen, weil ich habe ja jetzt ganz schön viel geredet schon und ja. So, ich habe jetzt gerade gewogen und Maß genommen und ich bin sehr, sehr zufrieden und irgendwie gerade ein bisschen dunkel. Ich habe genau 1 Kilo abgenommen, was ich ehrlich gesagt gar nicht erwartet hätte. Moment. Also ich hätte ehrlich gesagt weniger erwartet, weil ich mich ja wirklich diese Woche gar nicht bewegt habe. Ich habe ja keinen Sport gemacht, weil ich ja immer noch auch ein bisschen erkältet bin und ich habe auch allgemein mich wenig bewegt, lag viel auf der Couch rum. Aber das zeigt halt auch nur mal wieder, dass Ernährung das A und O ist. Und ich habe auch jetzt eigentlich nicht super, ich habe auch nicht restriktiv oder so gegessen. Ihr habt ja gesehen oder ihr seht ja jetzt auch heute wieder, wie ich esse. Und ich habe jeden Tag bestimmt 3 Schokoreiswaffeln gegessen. Freitags war ich auf einem Geburtstag und hatte auch Tortilla-Chips und Mini-Pizza-Brötchen. Und deswegen finde ich es einfach wichtig, so ein Mittelmaß zu finden. Und ich denke, dass viel auch einfach nur Wasser war. Ich habe nämlich 1,5 Zentimeter an der Taille nur abgenommen. Nur. Auf jeden Fall Weg in die richtige Richtung. Aber trotz allem denke ich, dass das gewichtsmäßig einfach viel Wasser war. Und trotz allem freue ich mich. Aber ich, wie gesagt, ich mache jetzt keine Luftsprünge, weil es gibt für mich viel Wichtigeres. Und ich bin viel, viel froher über das, was ich vorhin angesprochen habe, dass ich so ein gutes Essverhalten diese Woche hatte. Und endlich wieder so ein bisschen weg von dem die ganze Zeit drüber nachdenken und so bin, sondern einfach gegessen habe. Wir haben hier Rührei mit Tomate, Babyspinat, Schinken, Zwiebeln und hier habe ich noch ein kleines Butterbrot und hier habe ich so Maracuja-Quark-Joghurt mit, weiß ich nicht, ich habe einfach so ein bisschen Haferflocken reingeschüttet und das lasse ich mir jetzt schmecken und das ist das Essen von Ich habe Fabian. gerade Lust auf einen Snack und deswegen habe ich mir eine Packung Himbeeren gemacht. Oft habe ich auch einfach gefrorene da und hau mir die dann auf und heute gibt es aber sogar frische. Bei uns gibt es heute Mittag nur ein leichtes Mittagessen, weil wir einfach gerade nicht so viel Hunger haben. Ich habe Thunfischfrikadellen gemacht. Da werde ich euch das Rezept einfach unten reinschreiben. Und ja, wie gesagt, ist jetzt nicht die größte Portion, aber da sind auch echt mehrere Eier drin, Haferflocken, ihr werdet es dann sehen. Und hier habe ich Kichererbsen, Gurke und, nee, Tomate und Paprika. Eigentlich hätte ich gerne noch Gurke gehabt, aber die war leider nicht mehr so, die war schon arg weich. Deswegen bleibt es dabei, kleines Mittagessen. So, wir haben unser Mittagessen doch ein Mini-Bisschen erweitert um eine Reiswaffel mit Camembert bei mir und ein Brot mit Camembert bei ihm. Ich muss sagen, dass ich ja Reiswaffeln tatsächlich vorziehe. Also ich könnte auch ein Brot essen, aber ich finde das mit Reiswaffel besser. Ich weiß auch nicht, wie es so weit gekommen ist. Als Nachmittagssnack gibt es bei mir quasi Reiswaffel Dreierlei. Oh mein Gott. Das ist eine Schokoreiswaffel. Dann habe ich mir einen Apfel klein geschnitten, eine Reiswaffel mit Käse und eine mit Lachs und Preiselbeermarmelade. Und ganz ehrlich, ich finde auch, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt beim Anrichten, macht einen das Essen einfach auch ein bisschen,
Ja, es befriedigt einen ein bisschen mehr, wenn ihr wisst, was ich meine. Das Auge isst ja bekanntlich mit. Und ich liebe Reiswaffeln sowieso. Ist jetzt für mich auch irgendwie keine Qual und kein Diätessen oder so. Mir schmeckt das einfach so gut. Und Lachs mit Reiswaffel und eigentlich auch noch Meerrettich. Und Preiselbeeren kann ich euch so empfehlen. Das ist so lecker. Meine absoluten Guilty Pleasures übrigens sind diese Reiswaffeln. Ihr habt ja vorhin schon gesehen, dass ich eine hatte und jetzt gibt es noch die nächsten zwei. Also ich muss ja ehrlich sagen, dass ich in letzter Zeit fast jeden Tag drei davon hatte. Aber für mich ist es irgendwie auch echt ein guter... Also ich habe ehrlich gesagt noch gar keine Gelüste diese Woche gehabt. Also es gab keinen Tag, wo ich dachte so, oh mein Gott, ich will jetzt unbedingt was Süßes, Salziges oder so. Und das finde ich, hat man halt nur, wenn man relativ ausgewogen ist. Nicht irgendwie krass Keto, krass High-Fat, krass Low-Carb. Aber das ist natürlich alles auch Ansichtssache. Aber für mich funktioniert das sehr gut. Und jetzt schmilzen die schon, deswegen muss ich... Da haben wir heute einen meiner absoluten Diät-Favorites. Ihr wisst ja, dass ich das auch letztes Jahr in der Diät ganz oft abends als Beilage hatte oder auch mal als Hauptgericht. Heute Abend gibt es eine Beilage und ich finde einfach Süßkartoffeln und Zucchini, und ich habe jetzt hier noch eine Zwiebel dazu geschnitten, geht super einfach, kann man einfach anbraten, man muss nichts groß machen. Ich nehme ganz normales Öl zum Anbraten, würze ein bisschen mit Pfeffer und Salz und dann haben wir schon eine gesunde Beilage. Und dadurch, dass Zucchini ja so gut wie gar keine Kalorien hat und auch Süßkartoffeln relativ wenig, kann man auch viel davon essen. Also Win-Win in der Diät. So sieht das Ganze dann fertig aus. Das hier ist ein Kräuterquark, ein fertiger. Hier haben wir eine ordentliche Portion Zucchini, Süßkartoffel und Zwiebeln. Dazu habe ich noch Algensalat gekauft und dann noch für ein bisschen Proteine so einen Lachs-Jakobsmuscheln-Stick. Ich bin nicht der größte Lachs-Fan, deswegen noch mit Jakobsmuscheln. Und Fabian isst übrigens das Lachsstück hier, eine größere Portion Süßkartoffeln und Zucchini, noch mehr Quark und auch Algensalat. Und das lassen wir uns jetzt schmecken und ich finde, es ist ein sehr gutes Diätessen und wie ihr wisst, esse ich auch Milchprodukte. Ich mache da keine Ausnahme und bin nicht der Meinung, dass das einen Riesenunterschied macht. Also für mich persönlich zumindest. So, das war mein Full Day of Eating und ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr habt gesehen, wie ich so in der Diät esse und was ich da so alles esse. Ich muss sagen, dass viele Tage sehr ähnlich aussahen, deswegen ist das schon ein ganz gutes Bild. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen hoch da oder einen Kommentar. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Achso, was ich noch sagen wollte, es wird auf jeden Fall Verlosungen geben für die Leute, die den Hashtag DiätBlondPony bei Instagram benutzen. Und es wird auch nochmal extra Verlosungen nur für YouTube geben, weil ich ja weiß, dass viele von euch kein Instagram haben. Und denen möchte ich ja auch was zurückgeben. Deswegen wartet ab, es wird auf jeden Fall coole Verlosungen geben.